Hallo Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese Wahrsagerin selber für Halloween schminken könnt und das mit nur wenigen Produkten, die ihr alle in der Drogerie bekommt. Grundlage des ganzen Looks ist eine fertig gemachte Foundation. Falls ihr da aber noch so ein bisschen Inspiration und Hilfe braucht, wie ihr das Ganze bewerkstelligen könnt, verlinke ich euch hier oben rechts eins meiner Videos, wo ich euch das zeige. Ich beginne mit dem Jumbo Eye Pencil von NYX in der Farbe Dark Brown, eine Base auf meinem Augenlid zu schaffen. Den trage ich erstmal ganz grob auf und verblende den dann im Anschluss mit meinem Finger. Das muss aber noch nicht so super ordentlich sein, denn wir gehen mit einem Lidschattenton aus der Off-Tropic Palette darüber. Und zwar verwende ich den dunklen Braunton hier unten rechts. Den presse ich erstmal richtig schön in diese Creme-Base rein und gehe dann mit einem Pinsel ohne Produkt nochmal auf die Übergänge drauf und blende die richtig schön aus. Gleiches passiert im unteren Wimpernkranz. Wenn ihr mit der Form noch nicht ganz zufrieden seid, könnt ihr dann natürlich immer noch mal rübergehen. Ich habe das jetzt noch mal deutlich nach oben gezogen, weil man bei mir den Lidschatten nicht mehr gesehen hat. Und wie gesagt, packe ich dann erstmal den Lidschatten aufs Augenlid drauf und verblende ihn dann mit dem fluffigen Pinsel. Da gleich noch Glitzer aufgetragen werden soll unter dem Auge, nehme ich den fluffigen Pinsel auch nochmal, um so ein bisschen Lidschatten unter meine Augen zu ziehen. Zum einen kann man den Lidschatten dann schon mal ganz gut als Orientierung nehmen, wo dann später der Glitzer hinkommt. Und außerdem verbindet das ganz gut das Augen-Make-up mit dem Glitzer. Den goldenen Glitter Gold Eyeliner von NYX verwende ich zuerst im inneren Augenwinkel, um dort ein bisschen Glitzer-Highlight zu setzen. Dabei wird er zunächst einfach ganz normal aufgetragen und im Anschluss durch tupfende Bewegungen mit dem Finger verblendet. Gleiches mache ich dann auch schon mal unter dem Auge, wie bereits angekündigt. Das goldene Glitzer, was ich gleich verwenden werde, ist nämlich sehr, sehr, sehr grob und hat kaum kleine Glitzerpartikel drin. Und da fand ich das ganz schön, nochmal so ein bisschen die kleinen Glitzerpartikel aus dem Eyeliner mit aufzugreifen. Wie gesagt, jetzt kommt der grobe Glitzer zum Einsatz. Meiner ist von Essence und den platziere ich mit einem Wattestäbchen auf dem bereits angetrockneten Glitzerprimer. Mit dem Epic Ink Liner ziehe ich mir einen Lidstrich. Dafür verwende ich diesmal allerdings keinen schwarzen, sondern ausnahmsweise mal einen braunen Eyeliner, damit er wirklich schön zu dem braunen Out-Make-up passt. Und auf der unteren Wasserlinie verwende ich dann nochmal den Jumbo Eye Pencil ganz am Anfang in dunkelbraun. Mit der Worth the Hype Mascara tusche ich meine oberen und unteren Wimpern und klebe mir im Anschluss die Wicked Lashes in der Variante Scandal auf. Mit einem extrem schönen weinroten Lip Liner von Max Factor ziehe ich dann meine Lippenkontur vor. Und gehe dann mit dem Retro Matte Lipstick von MAC in der Farbe So Me darüber. Der bekommt dadurch so eine leicht weinrote Farbe, gibt dem aber seinen eigenen bräunlichen Ton noch mit dazu. Dazu kombiniert habe ich eine weiße langhaarige Perücke. Dann habe ich mir noch ein Halstuch um den Kopf gewickelt, an dem so goldene Plättchen dran sind. Und mit extrem viel Ringen und Schmuck und was auch immer ihr euch so vorstellen könnt, vielleicht habt ihr sogar eine Glaskugel, ist dieser Wahrsagerinnen-Look dann fertig. Wie gewohnt verlinke ich euch natürlich alle Produkte unten in der Infobox und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hier rechts könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Halloween-Videos von mir zu verpassen. Außerdem verlinke ich euch hier noch ein Video, sodass ihr direkt weiterschauen könnt. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!